Ja, wir sollten die ersten 50 Sekunden nicht on stream schauen anscheinend. Die sind TOS. Warum? Also ich mache einfach jetzt den Stream aus und Okay. guck die ersten 50 Ja, Sekunden. okay, ich guck's mir selber an. Ja, mach Play. Und der Sendung. Hast du auch ausgemacht, dein Stream? Ich hab auch also ausgemacht, ja. Ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Ist das neues Jahr oder? Was? Genau, ist weiß das ich nicht. Neues. Glaub, guten Morgen, war's. Guten Mittag, die Jungs von meinem Highlight-Channel. Ja. Bei mir wurde gesagt, die ersten 40 Sekunden. Die ersten 40 Sekunden? Ja. Heidetreu, wirklich okay, ein ausgemacht. Absolut beschissener Highlight-Channel. Die Jungs meinen zu mir, du Nico, Schwastiger, deine Formate Kitten, sind so beschissen, Kitten. Wir haben aus Mitleid die besten Twitch-Clips für dich herausgesucht, die damit 40, du ja darauf reagieren kannst. Ich bin krass gespannt, was auf mich zukommt. Herr Hamise? Hauen wir die Juse? Ja, wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich hauen wir die Juse. Ich habe schon öfter gehört, tatsächlich auch in verschiedenen Bewerbungsgesprächen, hat die ein oder andere Sekretärsmitarbeiterin den ein oder anderen Chef schon gefragt. Verdammt nochmal, Chef. Hauen wir die Juse? Well, how many? Nee, man sieht hier absolut die Hilflosigkeit. Okay, das wieder. Okay. Was ist jetzt der Erwartung? Jetzt 2-5 Sekunden. Also, Zuschauer, da waren, das waren die Dinge, wo jetzt gerade so gemimt wird, Twitch, so ultra viel, ne, so bisschen, ne. Weiter geht's. Dicht an. Und es geht ihr wirklich in der Situation rein, einzig und allein um die Community, um hier das richtig eingestellte Bild zu erreichen und um das Verständnis aufzubringen, wie man das Ganze news. Also 1% dumm und 99% schlau oder 1% schlau, aber 99% dumm. Dann nehme ich doch, dass ich 99% dumm bin. Sarah! Wirklich, man muss sich überlegen, Sarah hat sich mittlerweile auf Twitch eine richtige Community aufgebaut. Danke, @inscopeNico, dass du letzte Woche mal wieder mit deiner 100.000-Euro-Spende Kindern in Nöten hilfst. Danke, @inscopeNico, für die 10.000-Euro-Spende an das Kinderheim in unserem Dorf. Ja! So blond bin ich auch nicht, dass ich 99% dumm bin. Oh. Oh, oh. Oh, no. Oh, oh. Oh, oh. Ist das echt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es echt ist. Das war einfach extrem. Was stand da? Sextoys für Frauen? Extrem. Warte, warte, wir gehen zurück. Einfach extrem. Ja, das stand einfach, warte. Amazon? Sextoys für Frauen extrem. Nein, 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 das versteht ihr jetzt falsch. Das versteht ihr jetzt falsch. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, woher jetzt die Aufruhr bei ihr da wirkt. Ich persönlich habe auch selber ein Mikrofon. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, was jetzt hier daran so schlimm sein soll. Das ist nicht so, wie es aussieht. Digga, den soll ich mal lieber ganz schnell wieder wegpacken. Am Ende sehen das noch meine Eltern. Wir haben sein Geld rettet. Darf ich zwischendurch ganz kurz eine Sache fragen? Dave und Luca, ihr beiden Schlingel, ja? Das ist nicht so, wie es aussieht. Da muss ich mich schon fragen, was treibt ihr so in eurer... Scheiß drauf, kann selber nicht reden, Digga. Wenn es ein richtig schlechter Monat ist, ja, dann mache ich sowas für mein Geld. Dann mache ich so. Und dann schmeißen die mit Fuffis durch den Club. Gut, ich will jetzt nicht sagen, wie findest du das, Max? Wie findest du das? Ich verstehe das nicht. Du verstehst das nicht? Okay, wir schauen uns das nochmal an, damit du es verstehst. Ich sowas für mein Geld. Ja, scheiß drauf, kann selber nicht reden, Digga. Wenn es ein richtig schlechter Monat ist, ja, dann mache ich sowas für mein Geld. Dann mache ich so. Und dann schmeißen die mit Fuffis durch den Club. Warum denn? Gut, ich meine, ich will jetzt nicht sagen. Okay, machen wir weiter. Schaut's weiter. Dass ich einer der Typen war, die in der Unternehmerzeit dafür den 50er schmeißen lassen haben. Aber ich meine, wer macht denn sowas? Ja, also da muss man ja schon komplett. Also, ich weiß, was eine Rolle ich, Digga, aber ich hab einen in die Teure. Wir haben beide gerade geduscht. Ja? Hast du dich frische Klamotten angezogen? Doch. Digga, wir streamen jetzt 72 Stunden zusammen. Ich hab übrig. Du kannst nicht nach 4 Minuten stinken. Ich war früher mal. Oh, wie geil, das ist einfach. Oh Gott! Wie geil! Hä, wie geil! Das wusste ich nicht. Der war ich wusste das auch nicht. Ey, aber wie praktisch, dass wir beide zusammen darauf reagieren. Was will ich nochmal sehen?
Schau mal ganz kurz. Was das denn? Witzige ist, ich hatte mich damit gerade drüber unterhalten, dass was lustig war, dass du hier warst und gestunken hast. Du kamst und hast am Anfang gestunken, aber am Ende nicht mehr. Du hast einfach irgendwie einen Pullover falsch einsortiert oder, weiß ich nicht, irgendwie feucht abgehangen oder sowas. Der hat übel gemüffelt, Mann. Verstehst du was? Nicht du hast gestunken, sondern du kamst hier mit einem Stinkepullover an. Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich habe ganz normal gerochen. Ganz, weiter ganz geht's. Normal. Ich meine, wer macht denn sowas? Ja, also da muss man ja schon komplett... Also, ich weiß, du hast eine Rolex-Digga, aber ich hab eine in die Teure. Wir haben beide gerade geduscht. Ja? Hast du dich frische Klamotten angezogen? Doch. Digga, wir jetzt streamen jetzt 72 Stunden zusammen. Ich hab übrigens... Du kannst nicht nach 4 Minuten stinken. Ich war früher mal in Schule. Du warst dieser eine Schulkollege, den du hattest, der aus irgendeinem Grund immer so gemockt hat. Aber du wolltest es dem nie sagen. Schule, hey! Alle gehen duschen, auch der. Und du denkst dir so... Danke, Bre. Endlich ist der Typ duschen gewesen. Du freust dich schon so auf einen chilligen Abend. Du atmest ein plötzlich. Der Typ stinkt direkt nach dem Duschgel und du denkst dir, du Scheiße, Malaga, wie ist das möglich? Bis du realisierst, holy shit, der Typ bist du selber. Hey, jetzt mal ganz ohne Witz. Ich finde persönlich, Latten Daddy hat echt bisschen Potenzial, auch Sänger zu werden, oder? Let me give me a blowjob. Blowjob tutorial. When you're on the tip of a guy, you use this tongue. When you are around the guy's dick, you do this. Ach so, jetzt versteh's und ich hab's immer falsch gemacht. Luca, Dave, warum schickt ihr mir dieses Video ein? Soll ich damit irgendwas anfangen können? Stell dir vor, dieses Mikrofon seid ihr Chat und ihr seid jetzt das Girl, ich bin der Guy. Dann machst du so, ihr kocht was und dann machst du so. Oh, ups. Oh, shit, Entschuldigung. Hey, Entschuldigung. Ich finde, Latten-Dates sollte so eine Dating-Karte. Wie kann man... Das verstehe ich nicht, Mann. Hey, ich habe es nicht mal verstanden, was ihr sagen wollte. ...Plattform aufmachen, woher circa 250 bis 550 Euro für einen Dating-Kurs verlangt. Diese Tipps können nicht umsonst rausgegeben werden. Papa Palette, Digga, holy shit. Da gibt's eine Sache, die wollte ich dir schon immer mal sagen, und zwar verpiss dich. Meine Fresse, dieser dumme Wichser, wenn du jetzt keinen Daumen nach oben da lässt, und selbst du, Papa Palette, wenn du jetzt hier keinen Daumen nach oben da lässt, dann nehme ich dieses Office auseinander, schmeiße alles rum und rum, und wenn ich das Tennel nicht... Wisst ihr was? Scheiß drauf, Digga. Eines Jack. Deiner nächsten Events... Oh. Ist mir einfach rausgekommen. Mann. Diese geilen Random-Clips, die holen mich ziemlich ab. Das war geil. Das war auch geil, Mann. Du bist einfach drin, Umata. Freust dich das nicht? Wieso der Clip? Wir können nicht irgendwas anderes. Du bist ultra Fanboy von InScope und jetzt bist du in deinem Video drin. Ja, aber hättest du nicht irgendwas anderes in deinem Video schaffen können? Ja, aber du bist doch ein riesen Fanboy von InScope. Ich finde InScope ganz geil, ja. Ja, Chef Strobel ist zum Beispiel auch ein riesen Fan von InScope. Und der wäre gerne in dem Video drin gewesen. Ist aber nicht, sondern du bist es geworden. Durch deine krassen Kompetenzen einfach.